Hallo und herzlich willkommen bei Gut Leben mit Dupuytren. Ich heiße Bert Reichert. Zur Schienenbehandlung gab es bereits mehrere Videos in diesem YouTube-Kanal. Wir waren schon einmal in einem Sanitätshaus und hatten Herrn Gruber besucht, der uns verschiedene Modelle solcher Schienen gezeigt hatte. Dann hatten wir ein interessantes Gespräch mit einem Patienten, Herrn Patke, der ein vollkommen neues Prinzip einer dynamischen Schienenbehandlung von verkrümmten Fingern erfunden und erfolgreich bei sich selbst ausprobiert hatte. Und nicht zu vergessen ist das Interview mit Herrn Eckert, der über seine Erfahrungen mit einer Nachtschiene berichtete, die er bereits seit 10 Jahren regelmäßig angewandt hatte. Und genau um diese Art der Schiene soll es heute noch einmal gehen. Im Anschluss an eine Nadelfasziotomie versorgen wir unsere Patienten mit einer Nachtschiene. Das Konzept, das dahinter steht, möchte ich Ihnen heute einmal etwas detaillierter beschreiben. Gleichzeitig muss ich allerdings einräumen, dass diese Behandlung durchaus nicht überall empfohlen wird. Überzeugende wissenschaftliche Belege dafür, dass man dadurch tatsächlich bessere Ergebnisse erzielen kann, fehlen nämlich bislang. Mir ist überhaupt nur eine einzige Studie bekannt, die diese Frage untersucht hat. In Toronto wurden Akten von 291 Patienten analysiert, die innerhalb von 5 Jahren wegen einer Dupuytren-Krankheit behandelt worden waren. 231 waren klassisch operiert worden und wurden daher auch nicht weiter untersucht. Der Rest war mit einer Nadelfasziotomie behandelt worden, aber nur bei 22 dieser Patienten waren die Unterlagen überhaupt vollständig. Am Ende wurden die Ergebnisse von 8 Patienten, die eine Schienenbehandlung erhielten, mit 14 anderen verglichen, die keine solche Schiene erhalten hatten. Ein Vorteil für die Schienengruppe konnte zwar nicht beschrieben werden, aber ich denke, Sie sehen selbst, dass man mit so kleinen Stichproben keine zuverlässigen Erkenntnisse erarbeiten kann. Vor ca. 15 Jahren wurde in zunehmendem Maße auch in Deutschland damit begonnen, die ursprünglich in Frankreich entwickelte Methode der Nadelfasziotomie anzuwenden. Ganz kurz noch einmal dazu. Anders als bei der Operation verfolgt man hier nicht das Ziel, das erkrankte Gewebe aus der Hand zu entfernen. Stattdessen werden lediglich Stränge, die unter einer Spannung stehen, durchtrennt. In dieser Szene aus dem OP sieht man, wie weit die Enden eines solchen Stranges auseinanderweichen, wenn sie einfach nur durchtrennt werden. Hier passiert das offen, also mit einem Skalpell. Aber bei einer Nadelfasziotomie geht es im Prinzip ganz genauso. Das erkrankte Gewebe wird zwar in der Hand belassen, aber durch den Wegfall der Gewebespannung können die Verhärtungen sich auch spontan wieder zurückentwickeln. Soweit so gut. Aber was passiert mit der Hand, wenn man schläft und alles entspannt ist? In der Ruheposition sind die Finger gebeugt. Könnte es nicht sein, dass die Enden eines auf diese Weise durchtrennten Stranges sich dann indirekt wieder einander annähern und sich auch deshalb wieder miteinander vereinigen können? Immerhin wissen wir ja, dass 5 Jahre nach einer solchen Methode 80% der Patienten erneut eine Streckblockade von mindestens 30 Grad entwickeln. Wäre es dann nicht besser, wenn die behandelten Finger in der Streckstellung gehalten würden? Diese Überlegung veranlasste Dr. Meinl dazu, diese Nachtlagerungsschiene in Handschuhform entwickeln zu lassen. In der Standardform werden Mittelfinger, Ring und Kleinfinger durch eine Metalleinlage in Streckstellung gestützt. Daumen und Zeigefinger bleiben frei beweglich. Man kann also die behandelte Hand immer noch zum Greifen benutzen. Dr. Meinl hatte übrigens nicht das Ziel, mit dieser Schiene eine möglicherweise nur eingeschränkt wiedererlangte Streckfähigkeit noch weiter zu verbessern. Die Schiene sollte gerade nicht eine zusätzliche Streckwirkung ausüben. Das hätte dem Konzept der Spannungsminderung widersprochen. Wenn ein Patient also trotz Behandlung immer noch eine leichte Streckblockade im behandelten Fingergelenk hat, sollte er seine Schiene bewusst nicht in vollständiger Streckung anwenden. In so einem Fall ist es sinnvoller, die Metalleinlage im Handschuh etwas anzupassen, sodass die Hand ohne Widerstand im Handschuh gehalten werden kann. Beachten Sie dazu bitte die Skizze, die der Originalverpackung beiliegt. Man muss sich ja auch einmal klar machen, dass der Handschuh im Schlaf getragen werden soll, also keine Schmerzen verursachen darf, die den Schlaf sonst stören würden.
Es geht also immer darum, dass ein mit der Nadelfasziotomie behandelter Finger in der aktiv erreichbaren Fingeröffnung spannungs- und schmerzfrei gelagert werden soll. Was übrigens mit der Zeit durchaus auch noch nachgebessert werden kann. Wer diese Hinweise beachtet, der kann die Schiene anwenden, ohne dass dabei Schmerzen entstehen. Interessant ist natürlich die Frage, wie lange eine solche Schiene sinnvollerweise angewandt werden soll. Aber auch dafür gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Jedenfalls nutzt Herr Eckert und auch andere Patienten seine bereits seit vielen Jahren. Klar ist jedenfalls, dass der Handschuh nur in der Nacht getragen werden soll. Wenn man es 24 Stunden am Tag so machen würde, dann riskiert man Einschränkungen der Beugefähigkeit, also ein Einsteifen von Gelenken in Streckstellung. Das sollte auf jeden Fall vermieden werden. Manchmal erzählen uns die Patienten, dass es morgens eine gewisse Steifigkeit in den Fingern gibt. Das allerdings lässt sich durch eine Durchbewegung in wenigen Minuten wieder ausgleichen, zum Beispiel im warmen Handbad bei der Morgentoilette. Zum Handschuh selbst ist noch bedeutsam, dass es auch Modelle gibt, die ihre Metalleinlage auf der Greifseite der Hand haben. Für viele Patienten sind solche Schienen angenehmer zu tragen. Außerdem gibt es unterschiedliche Materialien und viele verschiedene Größen. Jeder sollte sich entsprechend beraten lassen. Ich empfehle meinen Patienten, in das Sanitätshaus zu gehen, von dem ich weiß, dass die verschiedenen Modelle dort auch vorrätig sind. So kann ich sicher sein, dass keine ungeeigneten Schienen benutzt werden und dass die Patienten sich selbst entscheiden, welche Form und welches Material ihnen am besten gefällt. So viel dazu. Es gibt, wie immer, Platz für Fragen, für Kommentare. Vergessen Sie nicht zu abonnieren. Ich grüße Sie, bis demnächst. Bleiben Sie gesund. Ihr Bert Reichert. Vielen Dank dafür, dass Sie diesen Kanal abonniert haben. Und auch vielen Dank für die positive Bewertung. Schreiben Sie gerne einen Kommentar.